Es gehört mit zu den faszinierendsten Fragestellungen der Gegenwart, in welchem Verhältnis Wissenschaft und Bibel zueinander stehen. Man kann alle Kontroversen zwischen den Strömungen unserer Zeit und der Bibel, zum Beispiel Schöpfungs-Evolutionsthema, diverse Theologiesysteme, Feminismus, letztlich auf die eine Grundfrage zurückführen: Wie lese ich die Bibel? Damit verknüpft sind folgende Detailfragen von äußerster Wichtigkeit. Welchen Aussagewert messen wir der Bibel zu? Sind die Aussagen der Bibel nur für ihre damalige Zeit oder allgemeingültig? Bis zu welchen Bereichen reicht die Kompetenz der Bibel? Spricht die Bibel wirklich mit der Autorität des lebendigen Gottes oder handelt es sich um ein menschliches Erzeugnis? Enthält die Bibel menschliche Verfälschungen oder trauen wir es Gott zu, dass seine im Wort verbürgte Informationsabsicht über alle Jahrhunderte hinweg durch keinen Einfluss zu Fall gebracht oder eingeschränkt werden kann? Die Auffassungen zur Lesart der Bibel sind sehr unterschiedlich. Zunächst drei negativ zu beurteilende Standpunkte. Position 1. Die Bibel ist ausschließlich ein Buch des Glaubens und Lebens. Sie hat keinerlei Kompetenz oder Anspruch, etwas im Rahmen des naturwissenschaftlichen Bereichs auszusagen. Wo hier und da naturwissenschaftliche Bezüge erkennbar sind, sind sie im alten Weltbild damaliger Vorstellungen verfangen oder es fließt das zeitgenössische, mythologische und philosophische Gedankengut der jeweiligen Nachbarvölker Israels mit ein. So kann die heutige Wissenschaft tun, was sie will, ohne sich in irgendeiner Weise um biblische Aussagen zu kümmern. Wissen und Glauben sind strikt voneinander zu trennen. So schreibt der Religionspädagoge Heinz Willner: Wir haben uns die Frage vorzulegen, ob es überhaupt noch angebracht ist, die offensichtlich als antiquiert empfundenen Schöpfungstexte der Bibel in den heutigen Unterricht hineinzunehmen. Somit will die Bibel nichts festschreiben, denn sie ist prinzipiell offen für jegliche Vorstellungen der verschiedensten Zeitepochen. Position 2. Die Bibel enthält hier und da nützliche Hinweise mit naturwissenschaftlichem Bezug, die aber nicht wörtlich zu nehmen sind. Die Bibel liefert uns keine wissenschaftlich brauchbaren oder gar verbindlichen Denkansätze, denn sie ist ein in Geschichtszusammenhängen beeinflusstes Wort. Sie möchte als Gotteswort in Menschenmund bezüglich der Natur lediglich bezeugen: Es ist alles Gottes Werk. Position 3. Die Bibel hat den Rang eines von Gott diktierten wissenschaftlichen Lehrbuches. Eine eingehende Betrachtung der biblischen sowie wissenschaftlichen Zusammenhänge zeigt, dass alle drei genannten Auffassungen nicht haltbar sind. So wollen wir nun eine Position zur Bibel bestimmen, die sich aus ihrem Selbstzeugnis herleitet. Die Bibel ist zwar nicht vom Himmel gefallen, dennoch ist sie ein göttliches Buch in dem Sinne, dass die menschlichen Verfasser vom Heiligen Geist geführt wurden. Gott überwachte das Niederschreiben der Urtexte bis in die Wahl der korrekten sprachlichen Ausdrucksweisen. Dadurch trägt die Bibel das Siegel der Wahrheit und ist in all ihren Aussagen verbindlich. Unabhängig davon, ob es sich um Glaubens- und Heilsfragen, um Lebensfragen oder um Aspekte handelt, die auch eine naturwissenschaftliche Relevanz haben. Die Bibel hat aber gleichzeitig auch eine menschliche Komponente. Das heißt, die Persönlichkeit der Verfasser wurde keineswegs ausgeschaltet. Sie schrieben gemäß ihrer eigenen Wesensart und nach ihrem individuellen Schreibstil. Eigene Empfindungen und Stimmungen finden in Lebenssituationen des persönlichen Engagements ihre Hervorhebung: Erfahrungen mit Gott, Begegnungen mit Jesus, Zeiten der Freude oder Trauer, Gebete des Hilfeschreis, des Dankes oder Lobpreises, und treten insbesondere dann völlig zurück, wenn der Verfasser die Botschaft einleitet mit Worten wie: So spricht der Herr, oder Da geschah des Herrn Wort zu mir. Im letzten genannten Fall gab es immer wieder Botschaften, deren Inhalt von den Verfassern teilweise oder gar nicht verstanden wurden. So gingen naturwissenschaftliche Bezüge zwangsläufig weit über den damaligen Erkenntnisstand hinaus, und prophetische Botschaften sprengten in der Regel den geschichtlich übersehbaren, unverstehbaren Rahmen.
Nach dieser Standortbestimmung wollen wir das Wort Gottes ernst nehmen in allen seinen Bezügen. Die Schrift zu verdrehen bedeutet, Gottes Botschaft an uns zu entstellen und uns den Zugang zu einer unersetzbaren Informationsquelle zu verschließen. Bei der Frage, in welchem Rangverhältnis Bibel und Wissenschaft zueinander stehen, sofern die Aussagen zum selben Themenkomplex gehören, sind drei unterschiedliche Modelle denkbar. Modell 1. Die Wissenschaft muss im Licht der Bibel beurteilt werden. Modell 2. Die Bibel muss im Licht der Wissenschaft gelesen werden. Modell 3. Bibel und Wissenschaft sind gleichrangig zu behandeln. Welches Modell gilt? Nach dem Zeugnis der Bibel ist diese Welt mit all ihren Details das Schöpfungswerk Gottes. Alles, was in ihr vorhanden ist, abläuft und geschieht, die realisierten Konzepte in den Lebewesen, wie auch die naturgesetzlich beschreibbaren Phänomene in Physik, Chemie, Astronomie, Biologie, sind letztlich von Gott geschaffene und erhaltene Wirklichkeiten. Da im Ideengefüge der Wissenschaften Gottes Macht und Existenz nicht vorkommen, vermögen diese nur in sehr gebrochener Weise die Wirklichkeit dieser Welt zu erfassen und verbindlich zu deuten. Am wenigsten gelingt die Wirklichkeitserfassung in den Wissenschaften, die sich, aus welcher Sicht auch immer, mit dem Menschen befassen, zum Beispiel Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften. Hier sind die Fundamente immer dann falsch gesetzt, wenn sie nicht vom biblischen Menschenbild ausgehen. Die Modelle 2, die Bibel muss im Licht der Wissenschaft gelesen werden, und 3, Bibel und Wissenschaft sind gleichrangig zu behandeln, sind darum zugunsten von Modell 1 zu verwerfen. Nun einige Gedanken zu den Modellen 2 und 3. Im Modell 2 setzt sich die Wissenschaft zum Maßstab über die Bibel. So wie man mit Hilfe der Mathematik eine Bach-Kantate nicht hinreichend beschreiben kann, so sind wissenschaftliche Methoden ungeeignet, um den Gehalt der Bibel richtig zu beurteilen. Die häufig gestellte Frage, ist die Bibel wissenschaftlich wahr, ist schon von dem damit unterstellten Modell 2 im Ansatz falsch. Hier werden Maßstab und zu Messendes miteinander verwechselt. Es ist etwa so, als wollte man eine Atomuhr mit Hilfe einer Sanduhr eichen. Nicht die Bibel steht unter der wissenschaftlichen Wahrheitsfrage, sondern die Wissenschaften mit ihren Voraussetzungen haben sich der biblischen Wahrheitsfrage zu stellen. Die idealistische Denkweise von Kant, mit Hilfe der Vernunft eine verbindliche Wirklichkeitserfassung zu erreichen, wäre richtig, wenn es keine Sünde gäbe. So aber ist diese Annahme eine Frucht menschlicher Selbstüberschätzung. Die moderne Theologie befindet sich deswegen auf dem breiten Weg des Irrtums, weil sie gemäß diesem Modell meint, die Bibel im Licht der Geschichte, zum Beispiel historisch-kritische Forschung, lesen zu können. Wissenschaft ist somit prinzipiell nicht in der Lage, die Bibel zu widerlegen oder zu korrigieren. An Angriffen hat es nie gefehlt. Ernst Haeckel war im vorigen Jahrhundert mit dem wissenschaftlichen Anspruch aufgetreten, der Bibel den gar auszumachen. Seine Bücher »Die Welträtsel« und »Natürliche Schöpfungsgeschichte« sind eine einzige Anklage gegen die Bibel. Selbst Evolutionisten geben heute als Irrtum aus, was damals die Bibel widerlegen sollte. So schreibt Bernhard Rentsch, das von Ernst Haeckel formulierte biogenetische Grundgesetz besagt, dass die individuelle Entwicklung
eine abgekürzte Wiederholung der Stammesgeschichte darstellt. Diese Version ist indes nicht zutreffend, weil man Embryonalstadien nicht erwachsenen Stadien stammesgeschichtlicher Vorfahren gleichsetzen kann. Selbst ein so engagierter Evolutionist wie D.S. Peters vom Senckenberg-Institut mahnt, für das biogenetische Grundgesetz ergibt sich nur eine Konsequenz: man sollte es vergessen. Der französische Philosoph Voltaire sagte voller Überheblichkeit: Das Christentum ist von 12 unwissenden Fischern eingeführt worden. Ich will der Welt zeigen, dass ein einziger Franzose es ausrotten kann. Von welcher Seite die Angriffe gegen das Wort Gottes auch kommen mögen, ausgetragen mit naturwissenschaftlichen, philosophischen oder politischen Mitteln, sie haben sich Unmögliches vorgenommen. Sehr schön formulierte: Die Testamente Alten und Neuen Bundes sind sturmsichere Prellböcke, an denen sich die Pforten der Hölle bis zum Wahnsinn reiben. Aus der langjährigen Geschichte aller Angriffe gegen das Wort Gottes können wir etwas Wichtiges lernen. Der Irrtum läuft sich selbst tot, wenn er sich nur der Schrift stellt. Unter dem Maßstab des Wortes muss er zwangsläufig in die Brüche gehen. Es stellt sich eine weitere wichtige Frage: Wenn man die Bibel mit Hilfe der Wissenschaften nicht widerlegen kann, ist es dann möglich, sie damit zu bestätigen? Auch dieses Unterfangen wäre eine Methode mit unzureichenden Mitteln. Es wäre so, als mutete sich jemand zu, die Entfernung zum Mond mit dem Zollstock messen zu können, nachdem er gezeigt hat, wie er die Länge eines Hauses damit bestimmen kann. Wissenschaft kann nie die Funktion des Heiligen Geistes übernehmen. Außerdem ist Wissenschaft nie etwas Festes, Abgeschlossenes, Absolutes und Endgültiges, sondern in stetem Wandel und Fortschritt begriffen, während das Wort Gottes unvergänglich, feststehend und absolut ist. Der russische Dichter Boris Pasternak hat das Wesen wissenschaftlicher Veränderung richtig dargestellt: Der wissenschaftliche Fortschritt ist dem Gesetz der Abstoßung untertan. Um einen Schritt vorwärts zu machen, muss man sich zunächst gegen Irrtümer und falsche Theorien der Vorgänger auflehnen. Auch das dritte Modell, wonach Bibel und Wissenschaft auf einer Stufe stehend angesetzt werden, ist zu verwerfen. Die Versuche zur Harmonisierung und Kompromissbildung zwischen Bibel und derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis sind zwar sehr verlockend, sie dienen aber nicht zum besseren Verständnis der Bibel und zur Stärkung des Vertrauens, sondern meistens zur Verfälschung des Wortes. Hermann von Betzel warnte vor solch einer falschen Beweisführung: Was durch Menschen verteidigt werden kann, wird auch durch Menschen fallen. Jetzt kommen wir zu dem biblisch begründbaren Modell 1. Die Wissenschaft muss im Licht der Bibel beurteilt werden. Bei solcher Lage der Dinge ist es klar, dass wir mit unseren unzulänglichen Methoden der Wissenschaft dem Wort Gottes nichts Gleichwertiges entgegenzustellen haben. Die Bibel ist der verbindliche Maßstab, der wissenschaftliche Ansätze bestätigen, widerlegen oder korrigieren kann. So müssen wir uns davor hüten, mit Hilfe großartiger wissenschaftlicher Ergebnisse die Bibel beweisen zu wollen. Wenn unsere Erkenntnisse nicht unter dem Kreuz Christi geboren sind, werden sie keine Frucht bringen. Unser Auftrag ist ein anderer. Wir haben zu bezeugen, dass nur eine an der Bibel orientierte Wissenschaft mit der Wirklichkeit in vollem Einklang steht. Zu unseren wissenschaftlichen Ergebnissen gehört untrennbar das Zeugnis, dass die Heilige Schrift uns die grundlegenden Voraussetzungen für unser Denken und Erkennen liefert. Wir haben weiterhin die Aufgabe, falsche Voraussetzungen und Ergebnisse in den Wissenschaften mithilfe der Bibel zu entlarven. Die Fülle bereits vorliegender Ergebnisse zeigt uns in überwältigender Weise, dass wir mit entsprechender Fachtiefe dann auch auf der Ebene wissenschaftlicher Argumentation solche im Licht der Bibel als falsch erkannte Theorien widerlegen können. Die Wahrheit liegt auf unserer Seite, auch wenn der wissenschaftliche Beweis im Einzelfall noch nicht voll erbracht ist.
Nach diesen Vorbemerkungen haben wir den Maßstab gefunden, um falsche Voraussetzungen, falsche Theorien, falsche Ansätze und Fehlentwicklungen in den verschiedenartigsten Wissenschaften zu beurteilen. Wir heben noch einmal hervor, dass es sich bei unserer Beurteilung der Wissenschaften nur um jenen Bereich handelt, bei dem die Bibel wissenschaftsrelevante Aussagen gibt. Da die Bibel keinerlei Aspekte zur Integralrechnung oder Quantenmechanik enthält, erhebt sie hier auch nicht den Anspruch, zu korrigieren oder eventuell Fehler aufzudecken. In derartigen Fällen sind darum falsche Denkweisen innerhalb der jeweiligen Fachgebiete zu klären. Es gibt aber zahlreiche Wissenschaften, insbesondere solche, in denen der Mensch und das Menschenbild eine Rolle spielen, für die das richtige Basissystem nur der Bibel zu entnehmen ist. Nirgends gibt es eine voraussetzungslose Wissenschaft. Dieses System der Voraussetzungen wird immer anfänglich gesetzt. Ist dieses falsch, so hat das darauf errichtete Gedankengebäude kein tragfähiges Fundament. An Beispielen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen wollen wir Fehldenkweisen offenlegen. Erstens in der Geschichte. Da die Bibel über eine Fülle von Geschehnissen in Raum und Zeit berichtet, kann man sie mit Berechtigung auch als ein Geschichtsbuch bezeichnen. Im Unterschied zur profanen Geschichte sieht die Bibel die Menschheitsgeschichte unter völlig anderen Perspektiven. Der Ablauf der Geschichte unterliegt dem Walten Gottes in Gericht und Gnade. Die Sinnfrage wird von der profanen Geschichte negativ beantwortet, während die Bibel uns Lehren daraus erteilt und uns auf das Ziel hinweist. Die Geschichtsschreibung der Bibel reicht vom Anfang der Welt und des Menschen bis zum letzten Tag der Weltgeschichte. Die Gewichtung historischer Ereignisse ist in der Bibel von der profanen Geschichtsschreibung grundverschieden. Von dem römischen Kaiser Augustus redete zum Beispiel die ganze damalige Welt und er ist das Thema zahlreicher Geschichtswerke. In der Bibel taucht er hingegen nur mit einem Nebensatz auf. Von dem eigentlichen Herrn, dem König der Könige, nimmt die Geschichtsschreibung nahezu keinerlei Notiz, während die Bibel sehr ausgiebig über ihn berichtet. Die Profangeschichte kann Ereignisse auf der Weltbühne nur beschreiben und chronologisch ordnen, aber nicht deuten. Nur im Licht der Bibel können wir die großen Zusammenhänge beurteilen. So ist der Untergang des Dritten Reiches als Gericht Gottes dem Bibelkenner ebenso verständlich wie die Errichtung des Staates Israel nach fast 2000-jähriger Zerstreuung des Volkes. Hieraus wird deutlich, wie wichtig es ist von Modell 1, die Wissenschaft muss im Licht der Bibel beurteilt werden, auszugehen. Wer die Bibel im Licht der Geschichte lesen will, ist falsch beraten. Das Umgekehrte ist der rechte Verstehensweg. Denn nur die Schrift als Quelle des Lichts kann der Geschichte Erhellung geben. Zweitens in der Psychologie. Bis zum 19. Jahrhundert war die Psychologie Bestandteil der Philosophie. Danach orientierte sie sich als selbstständige Wissenschaft, die in Anlehnung an naturwissenschaftliche Methoden experimentell exakt arbeiten wollte. Das Seelenleben wurde aus isolierten Elementen bestehend angesehen, die man als gesetzmäßig verknüpft dachte. Demgegenüber stellte Ende des 19. Jahrhunderts die Strukturpsychologie die Eigenständigkeit des nach Erleben, Ausdruck und Verstehen zu betrachtenden Seelischen heraus. Entscheidende Umbrüche kamen dann von der Psychoanalyse Freuds, der sich gegen die bisherige Bewusstseinspsychologie wandte. Die zahlreichen sich widersprechenden Psychologieschulen sind ein Hinweis auf ihre falschen Voraussetzungen bezüglich des Menschenbildes. Nach der Bibel ist die dualistische Auffassung von Menschen, Leib plus Seele, falsch. Denn er besteht aus drei Teilen, Leib, Seele und Geist, die nach der Schöpfungsordnung in enger Verknüpfung zueinander gestaltet wurden. Ohne Berücksichtigung der schöpfungsmäßigen Zielsetzung und des nachfolgenden Sündenfalls ist jede andere Vorstellung vom Menschen grundsätzlich falsch. Der Psychologe Dr. Lutz Müller, der nicht vom Glauben her argumentiert, hat auf die magischen Einfallstore der Psychotherapie hingewiesen und damit auf Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht, die die Bibel auch brandmarkt.
Genau besehen haben sich alte magische Techniken und Theorien schon längst unbemerkt in der Psychotherapie eingebürgert. Sigmund Freud, der dem Religiösen und Okkulten so kritisch gegenüberstand, ist unwissentlich einer der großen Pioniere in der Wiederentdeckung der Magie. Er führte mit Hypnose, der Traumdeutung und der freien Assoziation magische Methoden in die Psychotherapie ein. Seine Erforschung und Beschreibung der Vorgänge im Unbewussten bildete einen wissenschaftlichen Vorstoß in eine Dimension des Psychischen, die die Magier früherer Zeiten als ihr Operationsfeld, als ihre magische Welt angesehen haben. C.G. Jung entwickelte eine weitere magische Technik, die aktive Imagination, entdeckte die autonomen Komplexe, die er in einen Zusammenhang mit dem Glauben an Geister und Dämonen brachte. Weitere magische Techniken wurden von folgenden Psychotherapeuten entwickelt: das autogene Training als selbsthypnotisches Entspannungsverfahren von Schulz, das Psychodrama von Moreno und das gestalttherapeutische Identifizieren mit Traum- und Fantasiegestalten von Pearls. Hieran wird deutlich, das Nein zum lebendigen Gott ist das offene Tor der Götzen und Dämonen. Hier wird mit dem Anspruch wissenschaftlicher Exaktheit eine Disziplin okkult infiziert. Drittens, in der Pädagogik. Die Grundpfeiler einer gottwohlgefälligen und damit bestmöglichen und segensreichen Pädagogik sind: Gottesfurcht, biblische Ausrichtung, Vorbild, Autorität, Achtung der Eltern und Lehrer, Liebe, Zurechtweisung. Die Bibel weist immer wieder darauf hin, wie wichtig gerade die richtige Unterweisung in der Jugend ist. 5. Mose 6, 6 und 7 bezeugt: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Die Prägung in jungen Jahren wird bis ins Alter vorhalten und richtungsweisend sein. Wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Sprüche 22, Vers 6. Nach den oben genannten Erziehungsfaktoren hat zum Beispiel der evangelische Theologe August Hermann Francke 1663 bis 1727 Schulen gegründet. Seine Pädagogik war von christlicher Liebe geprägt und hatte das erklärte Ziel, die jungen Leute zu gelebtem Glauben und Lebenstüchtigkeit zu erziehen. Damit hat er als Pädagoge in bahnbrechender Weise bleibende Maßstäbe gesetzt. Solche biblisch ausgerichtete Schulen sind in unserer Zeit leider noch die Ausnahme. Sucht man jedoch in der heute weitgehend praktizierten Pädagogik nach biblischen Leitlinien, so stellt man fest, dass Grundsätzliches aufgegeben wurde. Nur auf einen der verworfenen Erziehungsfaktoren, die Autorität, wollen wir hier kurz eingehen. Wir befinden uns in einer Autoritätskrise, da heute kaum noch jemand bereit ist, eine Autorität zu akzeptieren. Der allgemeine Autoritätsverfall hat in Konsequenz zu einer anti-autoritären Pädagogik geführt. Nur so ist es zu erklären, dass der Engländer Neil mit seinem Buch »Theorie und Praxis der anti-autoritären Erziehung«, das Beispiel Summerhill, einen Bestseller-Erfolg erreichte. So ist selbstverständlich, dass in seinem System auch Gott als Autorität abgelehnt wird. Millionen von Kindern sind durch die anti-autoritäre Erziehung stark geschädigt worden. Neil verkennt, dass der junge Mensch eine von ihm anerkannte Autorität und orientierende Ausrichtung braucht. Bibelkenner haben den Vorteil, solche falschen Strömungen im Vorhinein zu erkennen. Der Schüler möchte einen Lehrer haben, den er achten und respektieren kann. Dieser soll ihm überlegen sein durch Sachkenntnis und Charakter. Unsere Jugend will weithin gar nicht die ihr unterstellte Gleichberechtigung, sondern ausrichtende Vorbilder. Der Aufbau der eigenen Persönlichkeit geschieht an profilierten Leitbildern, nicht aber an charakterschwachen und unfähigen Lehrern und Eltern. Viertens, im Rechtswesen. Rechtsprechung und Gesetzgebung benötigen als Voraussetzung ein allgemeingültiges Moralsystem, das als verbindliche Richtschnur dient. Sucht man in der Menschheit nach solchen Maßstäben, so stoßen wir auf die unterschiedlichsten Sittenbegriffe. Der Koran erlaubt die Vielehe. Für einen Ideologen
kann die Lüge im Kampf gegen das System zur Gewissenspflicht werden. Der Mord ist für die Befreiungsgruppen ein legitimes Kampfmittel. Für die Hausbesetzer ist ihr Tun kein Hausfriedensbruch. Die landläufige Auffassung markiert Abtreibung nicht mehr als Mord und das Zusammenleben unverheirateter Paare wird nicht mehr als Unzucht und Hurerei bezeichnet. Im Wandel der Zeit ändern sich Sitte, Moral und Ethos. Der Pluralismus willkürlicher, subjektiver Meinungen erhebt den Menschen seiner Zeit zum Maßstab. Die Bibel verkündigt Gott als höchste Autorität. Seine Gebote sind damit ein absoluter und bleibender Maßstab. Ohne diesen fehlt uns die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Heil und Unheil. Das bürgerliche Gesetzbuch trat in Deutschland am 1. Januar 1900 in Kraft. Obwohl man damals nach einem Wort Bismarcks nur noch aus den Restbeständen des Glaubens der Väter lebte, leitete sich die hinter dem bürgerlichen Gesetzbuch stehende Rechtsauffassung von den Geboten Gottes ab. In unserer Zeit fragt die Mehrzahl der Bürger nicht mehr nach Gott und seinen Geboten. Ebenso beruft sich der Gesetzgeber nicht mehr auf diese grundlegenden Normen. Auf der Suche nach einer anderen Rechtsordnung, die mehr der Kantschen Maxime des kategorischen Imperativs verpflichtet ist, benutzte man die verschwommene Formel von den Auffassungen, die den billig und gerecht Denkenden gemeinsam sind. Der kategorische Imperativ Kants lautet in seiner berühmten Formulierung: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Die Frage nach der sittlichen Norm des Handelns wird nach Kant nicht in den Geboten Gottes gefunden, sondern beim Menschen selbst, nämlich in der inneren Verpflichtung des Gewissens. Das Kantsche Gewissen ist sein eigener Ratgeber. Es bedarf keiner Bindung an das Wort der Schrift. Auf der Ebene des Handelns ist der Mensch genauso der Herr im eigenen Hause wie auf der Ebene des Glaubens und Wissens, wo Kant die Vernunft absolut setzt. Gott ist für ihn letztlich nur eine philosophische Formel, aber nicht der Herr über allem. Zwischen den Gedanken des wohl größten abendländischen Denkers und denen der Bibel liegen somit unüberbrückbare Welten. Die Rechtsauffassung eines säkularisierten Staatswesens spiegelt nicht den Willen Gottes wider. Für den wiedergeborenen Christen ist jedoch für alle Überlegungen die Bibel maßgebend. Denn das Gebot ist heilig, recht und gut. Römer 7, Vers 12. Die uns im Worte Gottes gegebene Leitlinie bewahrt uns vor sträflichem Tun, Psalm 119, Vers 9, und gibt uns Klarheit für unseren Weg, Psalm 119, Vers 105. In Prediger 12, Vers 13 wird uns gezeigt, wie grundlegend Gottesfurcht und Gottes Gebote sind. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen. Auch das Neue Testament verweist auf dieses Fundament eines gesegneten Lebens. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Apostelgeschichte 10, Vers 35. Im heutigen Israel gehen Gläubige in Rechtsfragen vor ein Gericht, das nach biblischen Maßstäben Recht spricht. Nur Ungläubige suchen das säkulare Gericht auf. Wenn in unserem Land die weltliche Gesetzgebung ein Handeln erlaubt, oder gar erzwingt, dass die Bibel als Sünde bezeichnet, zum Beispiel Abtreibung, dann gilt für Christen der Satz aus Apostelgeschichte 5, Vers 29 als darüberstehend. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Schließlich betrachten wir die Kunst. Die Ausdrucksformen der Kunst geben das Denken der Künstler wieder. So sind Malerei und Bildhauerei auch geeignet, gewisse Aspekte der biblischen Botschaft auf ihre Weise zu verkünden. Obwohl auch bei biblischen Motiven die Kunst das verkündigte Wort niemals ersetzen kann. Denn gemäß Römer 10, Vers 17 kommt der Glaube aus der Predigt. Die Werke Rembrandts oder Michelangelos sind nur aus ihrer tiefen Verwurzelung im Glauben zu erklären. Die aus seinen Werken zusammengestellte Rembrandt-Bibel zeigt die enge Verknüpfung von biblischem Text und malerischer Aussage.
Auch die Bilder Pablo Picassos oder des Surrealisten Salvador Dali sind ein Ausdruck ihrer Weltanschauung. Ebenso wie bei den Literaten strahlen auch die Werke der Künstler sowohl ihre geistliche Geborgenheit wider, als auch ihre Hoffnungslosigkeit. Wie es innerhalb der christlichen Literatur leider auch eine falsche Verkündigung gibt, so kann auch die Kunst falsche Eindrücke vermitteln. So war beispielsweise der viel zitierte Apfel, mit dem Eva dargestellt wird, nicht eine Frucht des Apfelbaumes, sondern des Baumes der Erkenntnis. Auch ist es künstlerischen Darstellungen zuzuschreiben, dass der Garten Eden fälschlicherweise als Paradies deklariert wird. Das Wort Paradies kommt an anderer Stelle dreimal in der Bibel vor, nämlich in Lukas 23, Vers 43, 2. Korinther 12, Vers 4 und Offenbarung 2, Vers 7. Niemals jedoch hat es dort mit dem Garten Eden zu tun. Nachdem wir einige Wissenschaften in ihrer Gesamtheit im Licht der Bibel untersucht haben, wollen wir uns jetzt einer auch in den Naturwissenschaften viel diskutierten Einzelfrage stellen. Woher kommen unsere Welt und das Leben? Wie wir noch ausgiebig erörtern wollen, ist die Bibel die einzige verbindliche Informationsquelle für Herkunftsfragen. Der Schöpfungsbericht nach 1. Mose 1 und 2 und darüber hinaus das ganze 1. Buch Mose kann als Fundament aller folgenden Schriften der Bibel angesehen werden. Wer dieses grundlegende Werk als eine redaktionelle Umgestaltung oder Kombination verschiedener Quellen aus viel späterer Zeit ansieht, versperrt sich nicht nur das Verständnis zu der wichtigen Herkunftsfrage unserer Welt und allen Lebens, sondern er verliert den Anschluss an ein bibeltreues Schriftverständnis überhaupt. Wer hier die Weichen falsch stellt, fährt mit dem Zug seines Bibelverständnisses in die verkehrte Richtung. Nach einer verbreiteten Hypothese, also einer unbewiesenen Annahme, sollen Teile des Schöpfungsberichtes aus der Zeit des babylonischen Exils des Volkes Israel stammen. Alle menschlichen Vorstellungen haben wir letztlich an dem Zeugnis Jesu zu beurteilen. Der Sohn Gottes ist uns eine verlässlichere Informationsquelle als alle Lehrmeinungen der Welt. Er bezieht sich in seiner Verkündigung immer wieder auf die verschiedensten Teile der 5 Bücher Mose. An keiner Stelle stellt er in Frage, dass Mose sie geschrieben hat. Auch korrigiert er nirgends diese Auffassung, wenn andere ihn darauf ansprechen. Ebenso gaben die Apostel in der Vollmacht Gottes diesbezüglich ein eindeutiges Zeugnis. So bekennen wir uns zu der von Jesus und den Aposteln geteilten Auffassung, dass der Pentateuch, das sind die 5 Bücher Mose, außer dem letzten Kapitel über den Tod des Mose und damit auch der Schöpfungsbericht Mose zuzuschreiben ist, wie denn gesagt ist. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch. 2. Mose 17, Vers 14. Die Menschen waren schon immer bewegt von der Woher-Frage. Nach altägyptischer Vorstellung glaubten sie, von Neb-Erdir geschaffen worden zu sein, der gesagt haben soll, als ich meine Glieder vereinigt hatte, weinte ich über sie, und die Menschen entstanden aus den Tränen, die aus meinen Augen kamen. Nach babylonischer Vorstellung kommt es dagegen zu einem Kampf zwischen Marduk und Tiamat. Dort heißt es, dass aus der Leiche der besiegten und getöteten Tiamat Marduk das Universum formte. Dann ruhte der Herr aus, ihren Leichnam zu betrachten, das Ungeheuer zu teilen und Kunstvolles zu schaffen. Er spaltete sie wie einen Muschelfisch in zwei Teile. Ihre eine Hälfte stellte er auf und machte sie zur Decke des Himmels.
Auch auf europäischem Boden wurde über Fragen der Herkunft nachgedacht. Während der Wikingerzeit im 9. bis 12. Jahrhundert entstanden die beiden Sammlungen der Edda, worin es heißt: Urzeit war es, da Ymir hauste. Nicht Sand, noch See, noch Salzwogen. Nicht Erde unten, noch oben Himmel. Gähnung grundlos, doch Gras nirgends. Ymir ist ein Riese, der auf seltsame Weise aus einem Tropfen Reif entstanden ist. Er war böse, wird von Ymir berichtet. Und sein ganzes Geschlecht ebenso, die Reifriesen. Als er während des Schlafes anfing zu schwitzen, wuchsen ihm unter dem linken Arm ein Mann und eine Frau. Und sein eines Bein bekam einen Sohn mit dem anderen. So entstanden die Nachkommen, die Reifriesen. Aus dem tropfenden Reif wird später eine Kuh. Ymir nährt sich von ihrer Milch. Die Kuh leckt an Reifsteinen. Es kommt dabei zuerst Menschenhaar, dann ein Kopf und schließlich ein ganzer Mensch zum Vorschein. Dieser Mensch hatte wiederum einen Sohn, Bor genannt, aus dessen Ehe drei Kinder, nämlich Odin, Vili und Ve, hervorgingen. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Bors Söhne den Ymir erschlagen und alle Reifriesen in seinem Blut ertränken. Aus seinem Leib bauen sie die Welt. Aus Ymirs Fleisch war die Welt geschaffen, aus dem Blute das Brandungsmeer. Das Gebirge aus den Knochen, die Bäume aus dem Haar, aus der Hirnschale der Himmel. Aus des Riesen Wimpern schuf Ratahold Midgard den Menschensöhnen. Aus des Riesen Gehirn sind die raugesinnten Wolken alle gewirkt. Über die verschiedenen Schöpfungsideen der Völker mögen wir vielleicht lächeln. Aber steht die heutige Evolutionsidee nicht noch tiefer, da sie in ihrem Grundansatz sogar einen Ideengeber ausschließt? Dass es eine so subtile Denkrichtung gibt, die Gott eine Schöpfungsmethode unterstellt, die mit den Evolutionsfaktoren Tod, Leid, Schmerz, Kampf ums Dasein arbeitet, ist weder biblisch ableitbar, noch lässt sie sich mit sauber arbeitenden Methoden der Naturwissenschaft begründen. Vielmehr ist die sogenannte theistische Evolution als ein bedauerlicher Irrläufer des heutigen Zeitgeistes aufzufassen. Abraham Meister schreibt zu Recht: Das Fehlen des ersten Buches der Bibel verhüllte, damals ebenso wie heute, die Ursprünge und Anfänge des Menschengeschlechts und die Entstehung der Welt in tiefste Finsternis. In der großen Leere und Lücke wüsste kein Mensch, wohin er rückwärts auch nur einen einzigen festen Fuß setzen könnte. Wer an den Ursprung der Welt zu denken wagte, ohne Kenntnis der Genesis, müsste mit Grauen und Schwindel ins Unermessliche wie in stockfinstere Nacht ohne Anfang dahintreiben. Völker, welche die schriftliche Nachricht vom Ursprung der Dinge in der Genesis nicht haben, suchen nach einem Anfang wie auf einem großen, ungeheuren Weltmeer, ohne Kompass und Steuerruder, ohne ihn zu finden. Ein Bibelleser, der das erste Buch Moses nicht achtet, muss zu den Sümpfen der bodenlosen Fabeln und der gedankenleeren Weltentstehungslehren oder Urfabeleien Zuflucht nehmen, wovon die ganze Heidenwelt voll ist. Wer seinen Halt nicht im ersten Buch der Bibel über diese Fragen sucht, steht vor einem ewig sich entwickelnden Chaos. Überall greift er nach einem Schatten, der keine Festigkeit hat, denn in allen Weltsystemtheorien ist das beste Fundament immer nur ein Fantasiegebilde. Es ist eine äußerst bedeutsame Frage, wie wir den Schöpfungsbericht lesen und welche Bedeutung wir ihm zumessen. Wie kaum ein anderer Teil der Bibel ist der Schöpfungsbericht in das Kreuzfeuer nicht abzusehender menschlicher Kritik geraten. Dadurch bedingt neben zahlreichen Menschen nur noch ein verzerrtes und entstelltes Bild der göttlichen Information wahr. Wie sehr das evolutive Weltbild zur Verwerfung der Bibel beiträgt, zeigt folgende Aussage eines Kritikers: Niemand kann von uns verlangen, dass wir unser heutiges Weltverständnis mit seinen neuen Erkenntnissen über Natur, Welt und Geschichte verleugnen und stattdessen alte und überholte Vorstellungen übernehmen, nur weil sie in der Bibel stehen. Im Folgenden wollen wir eine Auflistung weiterer menschlicher Antworten geben, die aus dem Reduktions- und Relativierungsprozess hervorgegangen sind, wonach die Bibel nicht oder kaum mehr ernst zu nehmen ist. Nach solchen Auffassungen ist der Schöpfungsbericht ein nach langer mündlicher Tradition zustande gekommener Text. Ein Text, der aus einem langen evolutiven literarischen Prozess hervorging.
Ein antiquierter Text aus vergangenen Jahrtausenden. Eine mythologische Erzählung. Eine redaktionelle Zusammenfassung von Texten aus verschiedenen Quellen, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Priesterschrift, Jachwist. Eine nachträgliche Begründung des Sabbatgebotes. Eine altertümliche Vorstellung über die Entstehung der Welt. Ein Glaubenszeugnis aus dem Volk Israel, das gleichberechtigt neben vielen Zeugnissen aus anderen Völkern zu sehen ist. Eine inzwischen wissenschaftlich überholte Auffassung zur Kosmogonie. Eine prophetische Bildrede ohne Anspruch auf Wirklichkeitsdeutung. Eine nicht wörtlich zu nehmende Erzählung über die Herkunft dieser Welt, die aber dem Verständnis der damaligen Menschen gerecht wurde, als die Texte verfasst wurden. Eine Sammlung von Schöpfungsbekenntnissen des Altertums. Eine christliche Glaubensaussage, die nur bekennen will, dass Gott der Schöpfer ist, die aber keineswegs verbindliche naturwissenschaftliche Aussagen enthält. Eine jüdische Schöpfungserzählung, deren Inhalt durch andere, noch ältere Schöpfungsmythen nachhaltig beeinflusst wurde. Eine Schöpfungserzählung, die es ohne weiteres erlaubt, unser heutiges evolutives Weltbild unterzubringen. Eine Schöpfungserzählung unter vielen anderen, wie sie damals in den jeweiligen Kulturen entstanden. Ein wissenschaftlicher Entwurf einer Urgeschichte, der aus dem damaligen Weltverständnis erwuchs. Eine Schöpfungserzählung aus dem Volk Israel, die während des babylonischen Exils entstand. Das Trachten nach einer eigenständigen und bewusst andersartigen Schöpfungsvorstellung ergab sich, als das Volk Israel mit den babylonischen Mythen konfrontiert wurde. Den vorangegangenen Aussagen stellen wir nun diejenigen aus dem Worte Gottes gegenüber. Der biblische Schöpfungsbericht ist göttliche Information, die ebenso das Siegel absoluter Wahrheit trägt wie alle anderen Teile der Schrift. Er ist darum Gottes Wort und nicht eine auf menschlichen Ideen fußende Lehre. Er ist ein Tatsachenbericht, der wortgetreu in allen seinen Detailaussagen zu nehmen ist. Er enthält zentrale Glaubensaussagen. Er enthält grundlegende naturwissenschaftliche Fakten, die ein unverzichtbares Basissystem für eine Forschung mit wirklichkeitsgetreuen Ergebnissen bilden. Der biblische Schöpfungsbericht ist damit eine Absage an alle anderweitig existierenden Schöpfungsvorstellungen der Völker, an alle philosophischen Vorstellungen zur Weltentstehung sowie an alle evolutiven Modelle, die eine Entstehung der Welt und des Lebens zu erklären vorgeben. Die Konsequenz lautet also: Entweder ist der biblische Schöpfungsbericht rein menschlich entstanden, oder er ist von Gott voll autorisiert und damit absolut verbindlich. Gilt das Erste, dann wäre er ebenso bedeutungslos wie die Edda und hätte keinerlei Bezug auf unser Leben. Gilt das Zweite, dann haben wir es mit dem Wort des lebendigen Gottes zu tun, das unseren Gehorsam für Denken und Glauben fordert. Der biblische Schöpfungsbericht ist eine unverzichtbare und durch nichts zu ersetzende Informationsquelle, wenn wir nach Herkunft und Sinn dieser Welt und allen Lebens fragen. Darüber hinaus stellen wir fest, dass zahlreiche neutestamentliche Lehren ihre Begründung im Schöpfungsbericht finden. Stellen wir die wortgetreuen Aussagen in Zweifel, so haben wir damit auch dem Neuen Testament die Basis entzogen. Wir stellen bei genauerer Betrachtung von 1. Mose 1 und 2 fest, dass uns dort eine ebenso große Fülle wissenschaftlicher Fakten begegnet wie Aussagen des Glaubens. Hiervon soll im Folgenden eine Auswahl von jeweils 12 Punkten zusammengestellt werden, wobei wir den wissenschaftlichen Aussagen jene zuordnen, die eine naturwissenschaftliche Relevanz erkennen lassen. Es fällt auf, dass die göttliche Offenbarung die gängigen menschlich erdachten evolutiven Vorstellungen als Irrtum entlarvt. Der Anfangspunkt: Raum, Zeit und Materie sind nicht ewig, sondern haben einen definierten Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Der Anfangszustand der Erde: Die Erde begann nicht als glühender Feuerball, sondern wurde von Anbeginn mit einer kühlenden Wasseroberfläche geschaffen. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 1. Mose 1, Vers 2. Kein Urknall: Die Erde und die übrigen Gestirne entstammen nicht einem gemeinsamen Urknall, sondern wurden getrennt an unterschiedlichen Tagen geschaffen. Die Erde und das Universum: Die Erde ist nicht von der geometrisch-astronomischen Lage, sondern von der schöpfungsmäßigen Bestimmung her das Zentralgestirn des Universums.
Die übrigen Gestirne haben nur eine dem Menschen dienende Funktion, nämlich zur Zeitmessung und Zeichensetzung. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. 1. Mose 1, Vers 14. Und auf den Schöpfer hinweisende Funktion. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Psalm 19, Vers 2. Die Erdatmosphäre. Es gab keine reduzierende Uratmosphäre aus Methan, Wasserstoff und Ammoniak, die sich im Verlauf von Jahrmilliarden zur heutigen oxidierenden Atmosphäre entwickelte, sondern am zweiten Schöpfungstag wurde eine sauerstoffreiche Atmosphäre geschaffen, die für die Pflanzen- und Tierwelt sowie für den Menschen optimal geeignet ist. Das erste Leben? Das erste Leben entstand nicht auf evolutivem Wege im Wasser, sondern wurde auf dem Land erschaffen. Als erstes schuf Gott die Pflanzen, am dritten Schöpfungstag. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das ich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. 1. Mose 1, Vers 11. Die ersten Tiere? Die ersten Tiere waren nicht einfachste, niedere Formen, sondern artspezifische Fische, Vögel und große Meerestiere. Die Wale, hochentwickelte Säugetiere, gehören mit zu den ersten Tieren. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, Vers 21. Die Herkunft der Vögel? Die Vögel haben sich nicht aus den Reptilien entwickelt. Sie wurden mit einem zeitlichen Vorsprung von einem Schöpfungstag vor den kriechenden Tieren erschaffen. Der Daseinskampf ist kein Schöpfungsprinzip. Die ursprünglich geschaffenen Tiere waren Pflanzenfresser und wurden erst nach dem Sündenfall zu Fleischfressern. Das Darwinsche Evolutionsprinzip, the survival of the fittest, ist kein Schöpfungsprinzip, sondern eine Situationsbeschreibung der durch den Fall des Menschen in Mitleidenschaft gezogenen Kreatur. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstigt sich noch immer da. Römer 8, Vers 22. Auch die Deutung der Aggression als gutes, wichtiges Prinzip, das das große Schwungrad der Evolution erst angekurbelt hat, unterschlägt die biblische Aussage des Sündenfalls. Der erste Mensch? Der Mensch hatte keine tierischen Vorfahren, sondern er ist eine separate Schöpfung. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie einen Mann und ein Weib. 1. Mose 1, Vers 27. Die menschliche Sprache? Die Sprache des Menschen entwickelte sich nicht aus primitiven Urlauten des Tierreiches. Von Anbeginn verfügte der Mensch über die Gabe einer hochstehenden Sprache mit der Fähigkeit zum Dialog und zur Wortschöpfung. Die Zeitdauer der Schöpfung? Die Welt entstand nicht in einem einige Milliarden Jahre andauernden evolutiven Prozess, sondern wurde in 6 regulären 24-Stunden-Tagen erschaffen. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. 2. Mose 20, Vers 11. Kommen wir nun zu den Glaubensaussagen im Schöpfungsbericht. Der Schöpfer? Gott ist der Schöpfer dieser Welt und allen Lebens. Auch der Heilige Geist ist am Schöpfungswerk beteiligt. Der Ausführende, der Werkmeister, ist Jesus Christus. Er ist das Wort, ohne das nichts gemacht ist. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, Vers 3. Die Schöpfungsmethoden?
Gottes Schöpfungsmethoden sind durch das Wort, durch Kraft und durch Weisheit. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Weltkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Jeremia 10, Vers 12. Durch Wille? Du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen. Offenbarung 4, Vers 11. Spontan? Denn so er spricht, so geschieht's. So er gebeut, so steht's da. Psalm 33, Vers 9. Und aus Nichtseiendem? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Hebräer 11, Vers 3. Das Wesen des Menschen? Der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. Durch den Odem Gottes, der ihm bei der Erschaffung eingeblasen wurde, empfing er den Geist. Durch die Dreiteilung von Geist, Seele und Leib, die jedoch eine Einheit bilden, ist der Mensch nicht nur graduell, sondern wesenhaft vom Tier unterschieden. Gott hatte die Bestimmung des Menschen so hoch angesetzt, dass er nur wenig niedriger denn Gott geschaffen wurde. Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Psalm 8, Vers 6. Mann und Frau. Der Mann wurde zuerst erschaffen. Danach schuf Gott die Frau in einem separaten Schöpfungsvorgang aus der Rippe des Mannes und gab sie ihm als Gehilfin. Denn Adam ist am ersten gemacht, danach Eva. 1. Timotheus 2, Vers 13. Die Ehe? Die Ehe war bereits für das erste Paar von Gott eingesetzt. Sie ist damit keine Institution, die auf einer gewissen kulturellen Ebene vom Menschen selbst erdacht wurde. Das Verhältnis von Mann und Frau? Aus der Schöpfungsordnung folgen eine Reihe neutestamentlicher Unterweisungen, die das Zusammenleben von Mann und Frau, insbesondere in Ehe, Familie und Gemeinde, regeln. Wie zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt. Der Mann aber ist des Weibes Haupt. Gott aber ist Christi Haupt. Der Wohnort des Menschen? Das erste Menschenpaar lebte bis zum Sündenfall im Garten Eden. Eden ist weder ein mythischer noch ein gleichnishafter Begriff, sondern ein realer geografischer Ort. Die Beziehung zur Schöpfung. Gott hat dem Menschen die Herrschaft über die Erde und die Tierwelt übergeben. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Psalm 8, Vers 7. Leben im All. Aus der eindeutig zielorientierten Rolle, die Gott der Erde zugedacht hat, ist weiteres Leben im All auszuschließen. Die Bewertung der Schöpfung. Das Urteil Gottes über seine gesamte Schöpfung lautete: sehr gut. Somit gab es vor dem Sündenfall keinerlei Mühsal, Krankheit, Tod, Leid und Schmerz in der gesamten Kreatur. Der Ruhetag. Gott ruhte nach den 6 Schöpfungstagen am 7. Tag und heiligte ihn. In den Geboten Gottes vom Sinai wird derselbe Rhythmus von Werk und Ruhe auch dem Menschen gegeben. Der Tod. In der Evolutionsphilosophie wird dem Tod eine schöpfungsmäßige Rolle zugedacht, ohne den es keinen Fortschritt gäbe. R.W. Kaplan schreibt: Das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Die Bibel hingegen sagt aus, dass der Tod nicht Bestandteil der ursprünglichen Schöpfung, sondern als Folge des Ungehorsams des Menschen ein Gericht Gottes über die Sünde ist. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Unsere Herkunft ist nach diesen Betrachtungen des Schöpfungsberichtes klargestellt. Herkunfts- und Zielfrage des Menschen sind untrennbar miteinander verbunden.
wenden wir uns jetzt dem Ziel zu. So wahr als ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Hesekiel 33, Vers 11. Dies war auch das Grundanliegen des Kommens Jesu in diese Welt. Des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Matthäus 18, Vers 11. Unser Schuldproblem ist von Gott aus gelöst. Und so kann durch das Evangelium von Jesus Christus nun jeder errettet werden. Wer Jesus in sein Leben einlädt, der wird dadurch ein Kind Gottes. Er ist damit automatisch Erbe Gottes, das heißt, er wird die Ewigkeit bei Gott zubringen. In diese Gemeinschaft mit Gott sind wir alle eingeladen. Die Bibel spricht auch von der Einladung zu einem Fest. Im Gegensatz zu allen uns bekannten Festen ist dieses jedoch ein ewiges Fest. Der Gastgeber ist der höchste und größte, den es gibt. Es ist Gott selbst. Gott veranstaltet ein großes Hochzeitsmahl, ein Fest der Freude. Das ist das Wesen des Himmels, ewige Freude, ewige Gemeinschaft mit Gott, ewige Gegenwart Jesu. Wir sind also alle zur Gemeinschaft mit dem Schöpfer eingeladen. Der Himmel ist also nicht irgendein Weltzustand, nicht irgendeine politische Völkergemeinschaft, nicht irgendeine nach ökonomischen Gesichtspunkten ausgerichtete Staatsordnung oder gar ein klösterliches Asketenleben. Das alles ist das Ergebnis menschlicher Gedankensysteme. Gott aber will uns das Leben und volle Genügen schenken, hier im Vorgeschmack und drüben in so vollendeter und unvorstellbarer Weise, dass Paulus es nur so ausdrücken konnte. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Gott kennt keine Ausnahme bei den Geladenen. Es ist das Unvorstellbare dieser Botschaft, dass Gott jeden für wert erachtet, in sein Reich zu kommen. Er fragt weder nach Herkunft, Beruf, Nationalität, Hautfarbe, Alter, noch nach Bildungsstand. Eine größere Weite gibt es nirgends. Für die Eintrittskarte zum Himmel ist Jesus zuständig. Denn ihn hat Gott für den Glauben hingestellt. Und ohne ihn kommt niemand zum Vater. Er vergibt alle Sünde und er reinigt von aller Untugend, wenn wir sie ihm mit aufrichtigem Herzen bekennen. Im Gebet können wir unser Leben mit allen Sünden und Verfehlungen an Jesus abgeben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Nur mit dem dadurch geschenkten reinen hochzeitlichen Kleid erhalten wir den Einlass in den Himmel. Die Liebe Gottes ist immer universal. Es gibt keine Parteilichkeit, keine Vorurteile und keine nach Sympathie auswählende Liebe. Er möchte jeden in seiner Liebe annehmen. Die Weite ist unfassbar groß und doch hat sie auch eine Enge, die die Bibel nicht verschweigt. Wer die Einladung ausschlägt, wer sich nicht dem Herrn Jesus anvertraut, bleibt ewig verloren. Corrie ten Boom schrieb, in Gefangene macht er frei, sehr treffend. Wir können alle in den Himmel kommen, ohne Gesundheit, ohne Reichtum, ohne Ruhm, ohne Gelehrsamkeit, ohne Bildung, ohne Schönheit, ohne Freunde, ohne 10.000 andere Dinge. Aber wir können nie in den Himmel kommen, ohne Jesus Christus.